Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier nur noch selten über die alten Ost-West-Unterschiede und über all das Holpern und Stolpern auf unserem Weg der letzten 25 Jahre. Vielleicht ist das ja auch ein Indiz dafür, dass unser Blick nach vorne gerichtet ist. Den jungen Leuten bedeuten diese alten Unterschiede ohnehin nicht mehr viel, und das ist eigentlich ermutigend. Aber uns anderen, den Älteren und den nicht mehr ganz so Jungen, uns steckt so manches in den Knochen, was sich nicht so einfach abschütteln lässt. Wer im Jubiläumsjahr nur Sekt trinken oder nur Trübsal blasen möchte, hat nicht begriffen, was im Osten in den letzten 25 Jahren eigentlich passiert ist. Meine Damen und Herren, der Prozess der deutschen Einheit ist nicht immer in geraden Bahnen und zum Teil auch sehr widersprüchlich verlaufen. Ich hoffe sehr, dass das auch in meinem Bericht deutlich geworden ist. Das liegt mir sehr am Herzen. Wir dürfen nicht darüber schweigen, dass nicht wenige von denen, die vor 25 Jahren hoffnungsvoll und mit großen Träumen in die neue Gesellschaft gestartet sind, bittere und zum Teil demütigende Niederlagen erlebt haben. Es gab nicht nur andauernden Erfolg und immerwährendes Wachstum. Es gab auch Deindustrialisierung und verheerende Massenarbeitslosigkeit. Es gab falsche Versprechungen und verheerende Fehleinschätzungen. Es wurde eben längst nicht so schnell alles besser, wie die meisten Ostdeutschen sich das erhofft hatten. Und die Einheit war eben auch nicht aus der Portokasse zu bezahlen, wie die meisten Westdeutschen es geglaubt hatten. Wir fanden uns gemeinsam recht schnell wieder in den Mühen der Ebenen. Bereits 1992 titelte der Spiegel: Opfer für den Osten, das Teilen beginnt. Und schon 1995 entdeckte die gleiche Zeitschrift das Milliardengrab Aufschwung Ost. Meine Damen und Herren, natürlich lässt sich die deutsche Einheit nicht auf diese Irrungen und Wirrungen reduzieren, aber sie gehören dazu. Man kann lange darüber streiten, ob sich das alles hätte anders und besser managen lassen. Einige Fehler, davon bin ich persönlich überzeugt, hätten sich schon vermeiden lassen. Aber eine Partei, die nach eigener Definition immer recht hat, gibt es Gott sei Dank bei uns nicht mehr. Und auch die Unfehlbarkeit ist meines Wissens dem Papst vorbehalten. Ich nehme sie jedenfalls für mich nicht in Anspruch und kann da auch allen anderen nur abraten. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, uns die Geschichte zurechtzubiegen und das zu beschönigen, was nicht ganz so gut gelaufen ist oder was vielleicht sogar total schief gelaufen ist. Das wäre Wasser auf die Mühlen der Vereinfacher und Populisten, die sich dann ihrerseits die Vergangenheit zurechtmachen und mit Halbwahrheiten und Lügen auf Stimmenfang gehen. Wir dürfen keine nachträgliche Verklärung einer Diktatur hinnehmen, in der es Bautzen und den Schießbefehl gab und in der man Jugendliche dazu gebracht hat, sich gegenseitig zu bespitzeln. Und es darf nicht beschönigt werden, wenn es darum geht, was für einen totalen Umbruch die Ostdeutschen erlebt haben und wie viele von ihnen dabei gescheitert sind. Meine Damen und Herren, trotz allem, trotz alledem, meine Bilanz fällt positiv aus. Der Aufbau Ost ist insgesamt gelungen. Das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse ist in vielen Bereichen erreicht. Wir verfügen heute über eine moderne, mittelständisch geprägte Wirtschaft und eine gut ausgebaute Infrastruktur. Massive Umweltschäden wurden beseitigt, die Städte wurden saniert und viele Altbauten liebevoll restauriert. In vielen Bereichen ist der Angleichungsprozess gut vorangekommen. Aber, und das ist ein großes Aber, Ostdeutschland hinkt bei der Wirtschaftskraft und bei den Steuereinnahmen weiter deutlich hinterher. Die Arbeitslosigkeit ist deutlich höher als im Westen und die Löhne sind deutlich niedriger. Der Aufholprozess kommt schon seit Jahren nur noch sehr langsam voran. Die ostdeutsche Wirtschaft wächst zwar, aber die westdeutsche Wirtschaft wächst eben auch. Man könnte sagen, wir verfolgen ein Ziel, das sich genauso schnell bewegt wie wir selbst. Und deswegen kommen wir ihm derzeit leider nicht näher. Wir brauchen einen langen Atem. Zurückzuführen ist das vor allem auf die Kleinteiligkeit der ostdeutschen Wirtschaft.
Diese Kleinteiligkeit ist ein strukturelles Problem. Uns fehlen im Osten die Großunternehmen und Konzerne und ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Angesichts dessen vertreten manche unterdessen die Auffassung, dass der Osten den Westen niemals einholen kann. Das ist eine sehr gefährliche Argumentation. Wer ihr folgt, könnte glatt auf die Idee kommen, dass man dann auch komplett aus der Ostförderung aussteigen könnte. Meine Damen und Herren, ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass diese Auffassung längst von manchen vertreten wird, bislang allerdings noch eher hinter vorgehaltener Hand. Aber ein Ende der Ostförderung würde bedeuten, einen Motor abzuwürgen, den man gerade mit viel Aufwand ans Laufen gebracht hat. Das wäre grotesk. Dann wäre vieles, ganz vieles, umsonst gewesen. Eine reine Ostförderung ist nach dem Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 allerdings auch niemandem mehr zu vermitteln. Was unser Land deshalb braucht für die Zeit nach dem Solidarpakt, ist eine zuverlässige Förderung der strukturschwachen Regionen in Ost und West. Was der Osten außerdem braucht, ist ein fairer Bund-Länder-Finanzausgleich, der dafür sorgt, dass besonders in den von Abwanderung betroffenen Regionen die zentralen Aufgaben, etwa im Bereich der Daseinsvorsorge, auch in Zukunft erfüllt werden können. Meine Damen und Herren, es gibt da noch ein Thema, das mir auf der Seele liegt, und das ist die für 2019 versprochene Angleichung der Renten in Ost und West. Ich bin den Koalitionsfraktionen dafür dankbar, dass sie dieses Versprechen mit ihrem Antrag noch einmal bekräftigt haben. Es handelt sich um die letzte Rechtsungleichheit von größerer Bedeutung. Und es geht dabei natürlich um die Vollendung der sozialen Einheit. Die Rente, meine Damen und Herren, darf nicht zum Symbol der Ungleichheit werden. Meine Damen und Herren, wir haben viel erreicht und den Rest schaffen wir auch noch. Die Deutschen in Ost und West, wir alle haben morgen allen Grund zu feiern. Ich wünsche mir nicht nur für diesen Tag ein Deutschland, das seine Einheit feiert, ohne seine Geschichte zu vergessen. Herzlichen Dank. Iris Gleicke, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und zugleich Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der neuen Bundesländer, hat den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit hier ins Parlament eingebracht. Jetzt wird er diskutiert. Vier Punkte werden wesentlich werden. Die nächsten anderthalb Stunden: die Rente, die Wirtschaftsförderung, der zukünftige Länderfinanzausgleich und auch die Ausgestaltung des Solidaritätszuschlags. Erster Redner für die Opposition, Gregor Gysi, Vorsitzender Linksfraktion. Heute halte ich meine letzte Rede als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Warten Sie. Los sind Sie mich aber noch nicht, denn ich bleibe ja im Bundestag. Aber ich werde dann deutlich seltener und auch zu anderen Anlässen reden. Ich musste schon deshalb aufhören, weil ich jetzt länger eine Abgeordnetengruppe bzw. eine Fraktion leite als Herbert Wehner und Wolfgang Mischnick. Und da sagte ich mir, Gregor, nicht übertreiben. Aber lassen Sie mich etwas zur deutschen Teilung sagen. Die deutsche Teilung war das Ergebnis der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges, der 50 Millionen Tote kostete. Die Sowjetunion allein erlebte 27 Millionen Tote. Die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden kostete 6 Millionen Tote. Viele Länder waren zerstört, auch Deutschland. Deutschland selbst verzeichnete 6,3 Millionen Tote. Die Strafe der Siegermächte für Deutschland war eine Verringerung des Territoriums und letztlich auch die deutsche Teilung. West- und Ostdeutsche hatten keine freie Entscheidung hinsichtlich ihres Systems. 1952 gab es die Stalin-Note mit dem Angebot geheimer Wahlen in beiden deutschen Staaten. Ich meine, Adenauer hätte darauf eingehen sollen, aber es gab schon den Kalten Krieg. Das wichtigste Ergebnis der deutschen Einheit 1990 bestand darin,
dass durch diese Einheit ein Krieg zwischen den beiden deutschen Staaten ausgeschlossen wurde. Wäre der Dritte Weltkrieg je begonnen worden in der Zeit des Kalten Krieges, dann waren sich die USA und die Sowjetunion einig, er hätte zwischen den beiden deutschen Staaten begonnen. Uns alle hätte es nicht mehr gegeben. Die Einheit ist auch dank des Mutes vieler Ostdeutscher zustande gekommen. Die Vorteile für den Osten sind offenkundig. Es ist ein Gewinn an Freiheit und Demokratie. Nie wieder wird es eine Mauer in Deutschland geben. Wir haben eine funktionierende Wirtschaft, keine Mangelwirtschaft. Endlich hatten die Ostdeutschen eine frei konvertierbare Währung, die deutsche Mark statt der Mark der DDR. Das heißt, eine Währung, die man weltweit einsetzen konnte. Trotzdem, die Vor- und Nachteile hängen von der subjektiven Bewertung jeder und jedes Einzelnen ab. Für viele gab es eine Bereicherung, auch für mich. Aber sehr viele wurden auch arbeitslos. Ein 50-Jähriger, der bis zur Rente arbeitslos blieb, hat die Bereicherung kaum empfunden. Und Männer sind anders gestrickt als Frauen. Männer empfinden ihre Bedeutung nur über ihre berufliche Tätigkeit und unterliegen dann noch dem Irrtum, ja, hören Sie doch mal zu, und unterliegen dann noch dem Irrtum, dass sie, wenn sie höher bezahlt werden, eine höhere Bedeutung haben. Frauen bringen neues Leben zur Welt und haben deshalb eine andere Perspektive als wir Männer. Aber auch sie, aber auch für Frauen gab es Verluste, und zwar insbesondere bei den Kindereinrichtungen. Wir Menschen sind außerdem so gestrickt. Wir genießen weniger, was wir haben, und leiden mehr unter dem, was wir nicht haben. Nun lassen Sie mich aber auch Kritisches sagen. Unser Vorschlag 1990 bestand darin, wirtschaftlich ab 1. Juli ein Jahr lang sämtlichen DDR-Unternehmen die Lohnkosten als Subvention zu erstatten. Ein Jahr später nur noch 90% davon, wieder ein Jahr später nur noch 80% davon, also eine degressive Subvention 10 Jahre lang. Alle Unternehmen hätten die Chance gehabt, die Produkte in besserer Qualität oder auch neue Produkte herzustellen, dafür zu werben. Natürlich wären auch bei diesem Weg viele Unternehmen in Konkurs gegangen, aber nicht so viele, wie es tatsächlich geschehen ist. Stattdessen entschied die Treuhandanstalt manchmal scheinbar, zum Beispiel wenn Konkurrenz beseitigt wurde, manchmal tatsächlich eher willkürlich, manchmal auch sinnvoll. Nach Abschluss der Privatisierung Ende 1994 gab es nur noch 1,5 von einst 4,1 Millionen Arbeitsplätzen in den Treuhandunternehmen. Die Treuhandverluste bei der Privatisierung betrugen 200 Milliarden Euro. Wie jetzt festgestellt wurde, bleibt die Wirtschaft im Osten wohl fast ewig hinter der Westdeutschen zurück. Nur die Politik könnte wirksame Schritte dagegen einleiten. Was mich aber besonders störte, waren zwei Dinge. Der mangelnde Respekt vor ostdeutschen Biografien und das dortige Leben und kein genaues Hinsehen. Vieles musste überwunden werden, das steht fest. Aber einiges hätte sinnvoll in ganz Deutschland eingeführt werden können. Wenn man eine Gleichstellung der Frauen will, auch bei der Erwerbsarbeit, dann muss es genügend Kindertagesstätten geben. Dann muss es Nachmittagsbetreuung an Schulen geben. Da Ferien länger dauern als der Urlaub der Eltern, muss es auch Schulferienspiele, Kindererholungseinrichtungen geben. Das war nicht schlecht und hätte übernommen werden können. Das gilt auch für Polikliniken, die wir jetzt Ärztehäuser nennen. Im Osten gab es bei der Bildung leider, wirklich leider, nicht zu vertreten, eine politische Ausgrenzung, aber keine soziale. Vor allem Kunst, Kultur und öffentlicher Nahverkehr waren für jede und jeden erschwinglich. Heute kann die Tochter einer Hartz-IV-Empfängerin niemals im Original die 9. Sinfonie von Beethoven hören, nur verquetscht auf dem Computer. Wir müssen uns darüber wirklich Gedanken machen. Lothar Späth hat mir erzählt, als er das Unternehmen in Jena unternahm, hat er sofort den Betriebskindergarten geschlossen, weil er sagt, völlig unnötige Kosten. Und dann wollte er zwei französische Ehepaare, die hochqualifiziert waren, für sein Unternehmen gewinnen. Die hatten aber beide je zwei Kinder und fragten ihn, ob er einen Kindergarten hat. Da sagte er, nein, natürlich nicht. Und da sagten sie, dann kommen sie nicht. Daraufhin hat er ihn wieder eröffnet. Manchmal lohnt es sich, länger nachzudenken. Ich kann in Jena. Das Wichtigste war
wenn wir diesen Weg gegangen wären, bestimmte Dinge eingeführt hätten, hätte es das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestärkt. Aber was noch wichtiger gewesen wäre, die Westdeutschen würden mit der Vereinigung verbinden, dass in diesen Punkten ihre Lebensqualität gesteigert wurde. Das wäre doch viel positiver gewesen, als es die jetzige Einstellung ist. Trotzdem sage ich, wir sind für die neue Generation gut vorangekommen bei der Herstellung der inneren Einheit, aber schnellstens müssen zwei Dinge passieren. Die Angleichung der Löhne in gleicher Arbeitszeit in Ost und West und die Angleichung der Renten für die gleiche Lebensleistung muss es endlich die gleiche Rente geben. Bevor ich wenige weitere Wünsche und Bitten übermittle, muss ich Ihnen mittels eines jüdischen und deshalb wohl intelligenten Witzes die Dialektik erklären. Es kommt ein Jude nach Hause und ist stark frustriert. Sein Bruder fragt ihn, warum er so sauer sei. Er antwortet, dass er wütend wäre, weil er den Rabbiner gefragt habe, ob er beim Beten rauchen dürfe, was dieser strikt verneint hat. Sein Bruder erwidert, dass er ein Depp sei, weil er die Frage falsch gestellt habe. Er hätte fragen müssen, ob er beim Rauchen beten dürfe, was der Rabbiner immer erlaubt hätte. Sehen Sie, das ist die Dialektik. Und jetzt komme ich zu einigen Wünschen und Bitten. Erstens. Wir müssen, also darüber hinaus, über die, die ich schon gesagt habe, zu Ost-West, wir müssen Flüchtlinge anständig behandeln, Fluchtursachen bekämpfen, wie Krieg, Rüstungsexporte, Hunger, Armut und Rassismus. Aber wir dürfen die Benachteiligten bei uns nicht vernachlässigen. Wir brauchen eine sanktionsfreie Mindestsicherung und eine soziale Mindestrente gegen Altersarmut. Zweitens. Wenn man ein Abstandsgebot zwischen Sozialleistungen und Erwerbseinkommen haben will, brauchen wir einen höheren, flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro brutto die Stunde. Drittens. Wir müssen die Mitte der Gesellschaft entlasten. Es sind die mittleren Verdiener, die die Gesellschaft bezahlen, nicht die Vermögenden, nicht die mit hohen Einkommen, weil sie sich an die nicht herantrauen oder nicht heranwollen und die Armen können es nicht. Und dasselbe Beispiel gilt für die Wirtschaft. Die kleinen Unternehmen können nicht die Steuern bezahlen. Die Konzerne und Banken drücken sich davor. Nur der Mittelstand bezahlt ehrlich die Steuern. Das müssen wir aufgeben. Wir müssen lernen, die Mitte in der Gesellschaft zu schützen. Viertens. Wir müssen die Bildungsstrukturen erweitern. Ich bitte Sie, wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Das passt ins 19. Jahrhundert, aber nicht ins 21. Jahrhundert. Und wir brauchen endlich flächendeckend Kitas, gut bezahlte und mehr Erzieherinnen und vor allem Erzieher. Wir brauchen Gebührenfreiheit und auch ein gebührenfreies, gesundes, vollwertiges Mittagessen, sowohl in Kindertagesstätten als auch in Schulen. Fünftens, wir müssen die prekäre Beschäftigung und die Altersarmut überwinden, jetzt und in Zukunft. Sechstens, wir müssen überwinden die schlechte Bezahlung der sogenannten Frauenberufe. Das heißt, endlich gleicher Lohn auch für gleichwertige Arbeit. Siebtens. Wir müssen zum Primat der Politik und die Macht der zurück und die Macht der Banken und Konzerne deutlich zurückfahren. Ich erinnere an Bankenkrise und TTIP, dass die Deutsche Bank entscheidet, was die Kanzlerin macht und nicht mehr die Kanzlerin entscheidet, was die Deutsche Bank macht, muss geändert werden. Achtens, wir müssen die Europäische Union und den Euro deutlich demokratischer, sozialer und ökologischer hinsichtlich ihrer Wirkungen gestalten. Neuntens, wir haben eine geringe Wahlbeteiligung. Sozial Benachteiligte gehen nur noch zu 30% wählen. Sie überlegen sich, Wahllokale länger öffnen zu lassen. Das wird nicht helfen. Wir müssen die Demokratie attraktiver machen. Was halten Sie von einer dritten Stimme bei der Bundestagswahl, mit der die Bürgerinnen und Bürger die Reihenfolge auf der Liste der Parteien verändern können? Nicht nur die direkt gewählten, sondern auch die auf Listen gewählten wären doppelt unterstellt. Sie müssten ihrer Partei so nah sein, dass sie auf die Liste kommen und den Bürgerinnen und Bürgern so nahe sein, dass sie von ihnen auch angekreuzt werden. Was halten Sie davon, dass jede Partei, die im Bundestag vertreten ist, anlässlich der Bundestagswahl eine Frage an die Bevölkerung stellen kann, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist? Das Bundesverfassungsgericht muss in einem kurzen Verfahren prüfen, ob
dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzgemäß ist. Außerdem muss es Begrenzungen hinsichtlich der Bindung des Bundeshaushalts geben, weil wir Linken ansonsten gleich zwei Bundeshalter auf einmal ausgeben mit unserer Frage. Das verstehe ich. Was halten Sie von einer Ergänzung unserer Debattenkultur? Bisher haben wir doch nur Reden. Wenn wir Reden haben, entscheidet man selbst, auf welche Argumente des Vorredners man eingeht oder nicht eingeht. Stellen Sie sich doch mal vor, neben den Reden hätten wir eine Streitdebatte. Zum Beispiel 10 Minuten Streitgespräch Kauder-Gysi. Immer jeder je eine Minute. Ich kann seinen Argumenten nicht ausweichen, er hätte meinen Argumenten nicht ausweichen können. Glauben Sie mir, es wäre sehr viel spannender geworden, wenn wir solche Dinge einführen würden hier im Bundestag. Der Ruf der Politikerinnen und Politiker in unserer Gesellschaft ist ziemlich schlecht. Das hat viele Gründe. Aber die wichtige Arbeit der Mitglieder des Bundestages in den Ausschüssen kann die Öffentlichkeit nicht wahrnehmen. Ich verstehe, dass man dort kameragerechtes Verhalten verhindern will. Aber vielleicht kann man es teils öffentlich, teils nicht öffentlich machen, damit die Bürgerinnen und Bürger eigentlich wissen, wo sie arbeiten und wie viel sie auch arbeiten. Und auch die Fragestunde an die Bundesregierung muss meines Erachtens dringend kulturell belebt werden. Ich wünsche mir zehntens und letztens eine andere politische Kultur. Ich weiß, dass die Union auch in den seltenen Fällen voller Übereinstimmung mit uns zusammen keine Anträge stellt. Ich glaube, das stärkt falsche Ansichten in der Union und bei uns. Denken Sie darüber nach. Die repräsentative Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass unterschiedliche Parteien unterschiedliche Interessen vertreten. Die meisten Linken haben begriffen, dass ein Bundestag ohne Union nicht gut wäre, weil dann bestimmte Interessen nicht mehr vertreten wären. Damit keine Missverständnisse auskommen, kleiner, auch deutlich kleiner dürfen sie schon werden, aber nicht fehlen. Aber ich befürchte, dass es noch zu viele in der Union gibt, die sich gut vorstellen können, ein Bundestag ohne Linke. Damit verletzen Sie aber die repräsentative Demokratie, weil wir andere Interessen vertreten, wo es vielleicht wichtig ist, dass auch diese vertreten sind im Bundestag. Herr Kollege, denken Sie darüber nach. Das ist die letzte Seite, Herr Kollege. Ich wünsche mir ein anderes Verhältnis zu historischen Persönlichkeiten. Ich kenne die Kritik der Linken an Bismarck. Alles berechtigt. Trotzdem sage ich, er war auch ein herausragender Mann. Und ich weiß, dass an der Kremlmauer Clara Zetkin und Fritz Heckert beerdigt sind, wichtige Persönlichkeiten. Wenn Sie Franzosen wären, ich schwöre es Ihnen, selbst der konservativste Präsident wäre an den Gräbern vorbeigegangen und hätte schon mal eine Blume hingelegt. Noch nie war ein Bundespräsident dort, noch nie ein Kanzler oder eine Kanzlerin. Lassen Sie uns doch ein bisschen diesbezüglich französische politische Kultur und Toleranz einführen. Das stärkt Sie und uns und unser Land. Zum Schluss. Ich habe bisher die Abgeordneten nie als Kolleginnen bzw. Kollegen begrüßt. Das wird Ihnen gar nicht aufgefallen sein. Das hängt mit den Diskriminierungen und Verletzungen zusammen, die ich erlebt habe, auch im Immunitätsausschuss. Die FDP hat für mich immer einen kleinen Stein im Brett, und zwar, weil sie als Einzige nicht mitgemacht hat. Inzwischen werde ich aber auch mit Respekt behandelt. Nun muss ich mir auch einen Ruck geben. Und deshalb sage ich Ihnen jetzt, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen aufrichtig beste Gesundheit, schöne Erlebnisse, viel Glück und nur ein wenig vom Gegenteil, um nicht zu verlernen, Glück zu schätzen. Außerdem wünsche ich Ihnen allen größte politische Erfolge, natürlich nur insoweit, wie Sie mit meinen politischen Sichten übereinstimmen. Und da Sie für mich immer eine Herausforderung waren, was zweifellos zu meiner Entwicklung beigetragen hat, sage ich Ihnen auch danke. Die Abschiedsrede von Gregor Gysi als Vorsitzender der Linksfraktion. Und da hat er noch mal appelliert an alle demokratischen Parteien, sich gegeneinander, sich gegenseitig respektabel zu behandeln. Es liegt noch ein Wort von Norbert Lammert, so wie es aussieht. Lieber Kollege Gysi, Ihre letzte Rede als Fraktionsvorsitzender der Linken hatte ja streckenweise fast den Charakter einer Regierungserklärung. Dazu fehlt es jetzt nur noch an den erforderlichen Mehrheiten.
ein wesentlicher Unterschied des vereinten Deutschlands, an das wir an diesem Wochenende in besonderer Weise erinnern, im Vergleich zu dem Staat, der vor 25 Jahren dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist, besteht darin, dass in diesem Parlament nicht nur überhaupt auch Minderheiten zu Wort kommen, sondern regelmäßig mit längeren Redezeiten, als ihnen statistisch überhaupt zusteht. So, und nun tun wir so, als wäre das eine ganz normale Debatte und rufen den nächsten Redner auf. Das ist der Kollege Hauptmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, ich freue mich auch, dass der Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagen heute dieser Debatte beiwohnt. Lieber Thüringer Landsmann Roland Jahn, seien Sie herzlich willkommen bei dieser Debatte im Deutschen Bundestag, verehrte Gäste und Freunde auf den Tribünen. Also, Herr Präsident, eine Regierungserklärung sieht schon anders aus. Und einen Gregor Gysi hier zu erleben, wie er als Hobbypsychologe die Geschichte verklären will, wie er die Westbindung Deutschlands ein Stück weit in Frage stellt, das ist schon ein starkes Stück, Herr Kollege. Und deswegen möchten wir Sie gleich mal daran erinnern, dass Sie es auch bei Ihrer letzten Rede nicht vergessen. Es waren die Adenauers, die Brands und die Kohls, die die Einheit herbeigewirkt haben und nicht die Lafontaines, die Honeckers und die Gysis in dieser Republik. Liebe Kollegen, wir feiern morgen am 3. Oktober, auch zentral hier, direkt vor dem Reichstagsgebäude, unser silbernes Einheitsjubiläum, 25 Jahre deutsche Einheit. Und dass Ostdeutschland hier in den letzten 25 Jahren enorm aufgeholt hat, das bestreitet niemand, nicht einmal Herr Gysi. Was mich allerdings in dieser Debatte immer wieder stört, ist der nostalgische Aspekt, der ein Stück weit mitschwingt, auch bei Ihren Worten, wo ein Stück weit unsere Leistung, unsere geschichtliche Leistung kleingeredet und auch verklärt wird. Und deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, die immensen Anstrengungen der Menschen in Ostdeutschland, die Solidarität der Bürger in Westdeutschland, die Integration eines vereinigten Deutschlands innerhalb der Europäischen Union quasi über Nacht, den wirtschaftlichen Erfolg, den wir heute im Jahr 2015 feiern, all das sind doch Beispiele und Kennzeichen dafür, dass wir hier einen Transformationsprozess erfolgreich gemeistert haben, der einmalig ist auf der ganzen Welt. Darauf können wir stolz sein und sollten es auch. Und deswegen haben wir heute bei dieser Debatte nicht nur, wie die Staatssekretärin es gemacht hat, den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit, sondern eben auch einen eigenen Antrag seitens der Koalitionsfraktionen, der die deutsche Einheit würdigt mit dem, was sie ist, nämlich ein Erfolg und ein Geschenk unserer deutschen Geschichte. 80% der Menschen in den neuen Ländern erleben das auch so persönlich und erleben quasi die Wiedervereinigung als das größte historische Glück, die sie erreicht haben. Mit den Worten "Wir sind das Volk" haben die Ostdeutschen Freiheit und ein besseres Leben angestrebt. Und sie waren auch in den schwierigen Jahren, die es auch nach der Wiedervereinigung ohne Zweifel gab, in diesem Transformationsprozess bereit, hart anzupacken und daran mitzuwirken, diese deutsche Einheit zu einem gesamtdeutschen Erfolg zu machen, den wir heute feiern können. Das hört sich allerdings immer sehr, sehr abstrakt an. Dabei ist es unglaublich konkret. Unglaublich konkret, wenn es darum geht, was die Lebensqualität der einzelnen Menschen angeht, was den Umweltschutz in den neuen Ländern angeht, was die bessere Anbindung Deutschlands in Europa durch eine moderne Infrastruktur angeht, aber auch, wie es eine innovative Wirtschaft geschafft hat, sich in diesem Transformationsprozess von der Miss- und Planwirtschaft hin in die soziale Marktwirtschaft zu transformieren. Das sind ganz konkrete Leistungen, die wir heute hier würdigen wollen. Und
Das schönste Geschenk haben sich letztendlich die Menschen selbst gegeben. Denn dank der Lebens- und Arbeitsbedingungen und der medizinischen Versorgung ist die Lebenserwartung in Ostdeutschland heute 7 Jahre länger, als sie noch 1989 war. Das heißt, die Menschen profitieren selber davon und können tagtäglich nicht nur bei Besuchen von Bundesgartenschauen und Landesgartenschauen erleben, dass blühende Landschaften heute Realität geworden sind. Und hier zu sehen, dass wir es geschafft haben, in der Infrastruktur Lücken zu schließen, marode Infrastruktur zu beseitigen, über das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit über 40 Milliarden Euro zu investieren, Schienenprojekte, Autobahnprojekte aufzustellen. Das zeigt doch letztendlich, dass in vielen Bereichen unglaublich viel passiert ist und dies heute unserem gesamten Land zugutekommt und nicht nur den Ostdeutschen. Wachstum und Innovation ist ein Bereich, der in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt hat. Und das trotz Strukturwandels, den wir in den letzten Jahren durchschritten haben. Dieser Aufholprozess, den die neuen Bundesländer erlebt haben, zeigt, dass hier ein gewaltiger Fortschritt erzielt wurde. Wir haben heute bei den Arbeitsplätzen einen historischen Tiefstand. 750.000 Menschen sind in den neuen Ländern noch arbeitslos. Jeder einzelne von ihnen ist zu viel. Aber dass das der niedrigste Stand ist, den wir seit 25 Jahren haben, dass die Arbeitslosigkeit 18% geringer ist als 1991, dass die Arbeitslosigkeit in meinem Südthüringer Wahlkreis mit 5%, knapp 1,5% unterhalb des deutschen Bundesdurchschnittes liegt, das sind doch Leistungen, die wir auch nach außen tragen können, auf die wir stolz sein können, liebe Freunde. Und diese Erfolge sehen wir eben breit, nicht nur im Bereich der Lebensqualität, nicht nur im Bereich des Umweltschutzes, wo wir knapp 5% des Staatsterritoriums als Biosphärenreservate, als Naturparks unter besonderen Schutz gestellt haben in den neuen Ländern. Das sehen wir auch in dem Bereich Forschung und Entwicklung mit über 94.000 Arbeitsplätzen in innovativen Bereichen der Forschung und Entwicklung. Das sehen wir bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die teilweise als Hidden Champions sich heute zu Weltmarktführern entwickelt haben. Wer hätte das gedacht vor 25 Jahren, dass wir Weltmarktführer in den neuen Ländern haben, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist doch ein Erfolg, den wir nicht kleinreden sollten, sondern den wir sehr wohl mit den Instrumenten unserer staatlichen Förderung unterstützen. ZIM, InnoCom Ost, aber auch die Programmfamilie Unternehmen Region zeigen, dass wir als Staat, wir in unserer Verantwortung hier dieser Verantwortung auch gerecht werden, um die Zukunft für einen erfolgreichen wirtschaftlichen Aufstieg weiter zu gewährleisten. Und sehr geehrte Damen und Herren, eines darf man nicht vergessen. Wir sollten heute mit dieser Debatte keinen Schlussstrich unter die Aufarbeitung der SED-Diktatur setzen. Und werter Herr Kollege Gysi, man kann 25 Jahre für verschiedene Bereiche und für verschiedene Aspekte durchaus nutzen. Und ich empfinde es schon ein Stück weit eine Schande, dass Sie und Ihre Kollegen als Nachfolgepartei der SED die Verantwortung für Stacheldraht, Schießbefehl und Schlussverkauf in der Planwirtschaft nicht aufgearbeitet, nicht analysiert und nicht gerade gerückt haben. Das ist letztendlich ein Stück weit eine Schande der deutschen Geschichte, dass Sie diese 25 Jahre nicht genutzt haben. Und sehr geehrte Kollegen, das ist nicht abstrakt, das ist sehr, sehr konkret. Die Mehrheit im Thüringer Landtag Ihrer Regierungskoalition beträgt eine Stimme bei 2 ehemaligen inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi. Das ist die Realität im Jahr 2015. Und hier werden Sie Ihrer Verantwortung nicht gerecht. Die Stasis von gestern sind maßgeblich heute auch noch in der Verantwortung damit Herr Kollege dabei. Hauptmann, und das darf ist ein die Kollegin Wasziniak Ihnen eine Zwischenfrage stellen? Gerne. Herr Kollege Hauptmann, Sie haben gerade gesagt, dass die Vergangenheit nicht aufgearbeitet worden ist. Nun haben wir mit der Drucksache 18-3145 einen Gesetzentwurf vorgelegt zur strafrechtlichen Rehabilitierung, zur SED-Opferrente, in dem wir unter anderem beantragt haben, dass unter das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz auch diejenigen fallen, die Opfer von Zersetzungsmaßnahmen des MFS waren.
Diesen Gesetzentwurf haben Sie mit breiter Mehrheit abgelehnt. Der Kollege Fahrz hat sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass dieser Gesetzentwurf nur gemacht worden ist, um den Staat zu zerstören. Wie verträgt sich das denn in Ihren Augen damit, dass die Vergangenheit aufgearbeitet werden soll? Werte Frau Kollegin, wenn der Thüringer Landtag feststellt, dass zwei ehemalige inoffizielle Mitarbeiter der Stasi parlamentsunwürdig sind, dann erwarte ich von einer Partei und dann erwarte ich auch von einem Regierungsbündnis, dass sie ihre Mehrheit in der Gestaltung der Regierung nicht auf diese zwei Stimmen abhängig macht, sondern dass sie quasi hier ganz klar einen Schlussstrich der Geschichte zieht. Den haben Sie nicht gezogen, diesen Schlussstrich. Und von daher sind Ihre angesprochenen Punkte keineswegs ernst zu nehmen. Herr Gysi, Sie haben uns ein großes Pamphlet vorgelegt, wo Sie sich überall Veränderungen erwarten. Wir wünschen uns als Veränderung, dass Sie einmal anfangen, die Nationalhymne hier in diesem Haus mitzusingen. Da fängt es doch bereits an. Und von daher, sehr geehrte Damen und Herren, bleiben Sie doch ganz ruhig. Also, wer sich aufregt, hat permanent Unrecht. Das müssen Sie doch wissen. Und von daher, die Frau Kollegin hat mich angesprochen, was machen wir ganz konkret, um den Punkt der Erinnerungskultur ein Stück weit zu würdigen. Das war ja Ihre Frage. Und da hilft dieser Antrag und da hilft auch ein Blick in diesen Antrag, den wir heute verabschieden. Denn wir wollen natürlich mit diesem Antrag auch eine lebendige Kultur der Erinnerung weiterpflegen. Wir wollen Wissensdefizite gerade der jüngeren Bevölkerung bekämpfen. Und wir wollen, und das ist der zentrale Punkt, die Ehrung an das Gedenken der Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft fortführen und das mit einem eigenen Denkmal an einem zentralen Ort hier in Berlin. Das ist Bestandteil dieses Antrags. Und wir verpflichten uns in dieser Legislaturperiode für dieses Denkmal an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft. Das ist die große Leistung, die diese Regierungskoalition heute mit diesem Antrag verabschiedet. Sie müssen zum Schluss kommen, Herr Kollege. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ich habe begonnen mit den Worten, wir sind das Volk als zentrale Aussprechung der Bürgerinnen und Bürger, wie sie diesen Transformationsprozess herbeigesehnt und auch bewältigt haben. Und heute können wir auch den zweiten Teil dieser zentralen Aussage von 1989 bestätigen. Ja, wir sind auch ein Volk und wir gehen die Herausforderungen der Zukunft, egal ob in Ost und West, gemeinsam als ein Volk an. Und das ist letztendlich der wunderschönste und größte Errungenschaft, die wir in 25 Jahren Deutsche Einheit feiern können. Herzlichen Dank. Marc Hauptmann für die Unionsfraktion, quasi mit der Gegenrede zu Gregor Gysi, der vor ihm gesprochen hat, der ja dazu aufgerufen hat, gemeinsam Gegensätze und durchaus auch Widersprüche zu überwinden, hat hier vor allem, was die Rolle der Linken angeht, deren Stasi-Vergangenheit, auch deren mutmaßliche Stasi-Vergangenheit, deren Mitglieder hier betont. Im Übrigen ein sehr wohlwollender Beitrag zur Lage in den neuen Bundesländern, wo es ja weiter hohe, aber doch deutlich geringere Arbeitslosenzahlen als Anfang der 90er Jahre gebe. Zur Wahrheit aber gehört auch, dass 2 Millionen Menschen die neuen Bundesländer seit Anfang der 90er Jahre verlassen haben. Nächster Redner ist Stefan Kühn, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen. Meine Wohnung liegt in der Oderberger Straße. Sie war 40 Jahre lang eine Sackgasse, denn an der Ecke Bernauer Straße verlief die Mauer. Von Westberliner Seite konnte man von einer Plattform in die Oderberger Straße schauen. Heute sind die Häuser, die in den 80er Jahren noch durch Neubauten ersetzt werden sollten, saniert. Zahlreiche originelle Läden und Restaurants säumen die Straße. Dort, wo früher der Todesstreifen verlief, posiert heute im Mauerpark das Leben. An diesem historischen Ort wird versucht, das Wissen zu erhalten, wie es war. Entlang des Grenzstreifens ist eine bemerkenswerte Außenausstellung über die Teilungsgeschichte entstanden. Das, was uns die Geschichte an diesem Ort lehrt, ist, dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich sind, sondern immer wieder neu erkämpft und bewahrt werden müssen. Es war eben der Mut und die Entschlossenheit vieler Bürgerinnen und Bürger in der damaligen DDR. Wären sie im Herbst 89 nicht zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen,
Hätten Sie nicht die SED-Diktatur zu Fall gebracht, gäbe es nicht seit 25 Jahren ein in Frieden und Freiheit vereinigtes Deutschland. Seit dem 3. Oktober 1990 haben die Menschen in Ost und West einen beispiellosen Prozess des Zusammenwachsens in zweierlei Hinsicht, zweier in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlicher Systeme bewältigt. Dabei gab es nicht wenige Hindernisse zu überwinden, vom Rechts- und Staatsverständnis über die Wirtschafts- und Arbeitswelt, dem sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben bis hin ja auch zur Alltagssprache. Auf das Verdienst, diese Herausforderung bis heute so gut gemeistert zu haben, können wir in Ost und West gemeinsam stolz sein. Dass inzwischen eine junge Generation Erwachsener in unserem Land lebt, die Mauer, Stacheldraht und die Teilung Deutschlands nur aus Büchern und aus Filmen kennt, ist ein Glücksfall der Geschichte. Was allerdings nicht dazu führen darf, um das Zitat von Freier Klier gestern in der Leipziger Volkszeitung aufzugreifen, dass die DDR so weit weg ist wie das Römische Reich. Das darf natürlich nicht passieren. Da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Der Bericht zum Stand der deutschen Einheit stellt zutreffend fest, dass der gesellschaftliche Umbruch bis hin zu vielen einschneidenden Veränderungen im persönlichen Leben der Ostdeutschen viel abverlangt hat. Und ich finde, Ihre Leistung gilt es heute zu würdigen. Ihr Wissen und Ihre Erfahrung, man könnte es auch Transformationskompetenz nennen, brauchen wir erneut, denn der demografische Wandel stellt insbesondere die ostdeutschen Bundesländer vor besondere Herausforderungen. Der Aufholprozess Ostdeutschlands ist in den zurückliegenden Jahren vorangeschritten, aber er hat an Dynamik verloren. Trotz unverändert breitflächiger Strukturschwäche in Ostdeutschland und einer seit Jahren stagnierenden wirtschaftlichen Angleichung gelingt es der Bundesregierung eben nicht, neue Impulse zu setzen. Um die zentralen Handlungsbedarfe im Jahresbericht zusammenzufassen, braucht die Bundesregierung gerade mal eine DIN A4-Seite. Es gibt keine vernünftige Analyse und auch keine Evaluation der bisherigen Maßnahmen, aus denen Handlungsempfehlungen für künftige Wirtschaftsförderung sich ableiten ließen. Wenn zum Beispiel die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit angeblich die Grundlage für einen erfolgreichen Aufbau Ost waren, warum ist dann trotz moderner Infrastruktur die Wirtschaftskraft in den letzten Jahren kaum gestiegen? Diese Fragen müsste man sich eben ehrlich beantworten. Der Bericht liefert viele Zahlen, aber keine neuen Ideen. Ist die bisherige Form, also eine Art statistisches Jahrbuch für Ostdeutschland, überhaupt noch zeitgemäß? Das bloße Beschreiben des Status quo hilft doch nicht weiter. Wenn wir mit herkömmlichen Rezepten nicht weiterkommen, müssen wir uns fragen, wie ein selbsttragender Zukunfts- und Entwicklungspfad für die neuen Länder aussehen kann. Es hilft doch nichts, regelmäßig die Kleinteiligkeit ostdeutscher Wirtschaft und das Fehlen von Konzernzentralen zu beklagen. Ich finde, die Wirtschaftspolitik muss weg von der Investitions- und Infrastrukturförderung hin zu einer Bildungs- und Innovationsförderung. Richtig ist dabei der Ansatz, die Förderprogramme der ostdeutschen Länder in ein gesamtdeutsches System für strukturschwache Regionen zu überführen. Wir müssen uns aber fragen, ob die derzeitigen Strukturen so sind, dass die Eigenverantwortung und die Engagementbereitschaft der Menschen wirklich befördert und nicht behindert werden. Patentrezepte gibt es freiwillig nicht. Wir werden regional angepasste Konzepte und Lösungen brauchen, wie zum Beispiel für die Lausitz, die sich durch das Auslaufen der Kohle und den demografischen Wandel mitten im Strukturwandel befindet. Die Bundesregierung muss aber endlich erkennen, dass sich die Neugestaltung der Daseinsvorsorge beispielsweise im ländlichen Raum und das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse nicht durch eine Aneinanderreihung von Pilotprojekten und Modellvorhaben erreichen lässt. Ich sage das bewusst mit Blick auf die bevorstehenden Bund-Länder-Finanzbeziehungen, denn dort muss es eine zentrale Rolle spielen. Herzlichen Dank. Das Wort erhält der Kollege Axel Schäfer für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 1950, angesichts der deutschen Teilung, schrieb Bertolt Brecht ein prophetisches Gedicht. Kinderhymne. Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe,
wie ein anderes gutes Land. Dass dieses realisiert werden konnte, hat auch was mit unserem gemeinsamen Europa zu tun. 1990, nach der erfolgreichen friedlichen Revolution, haben im Europäischen Parlament unter Vorsitz eines spanischen Christdemokraten, einer französischen Liberalen und einer dänischen Sozialdemokratin die Abgeordneten den Weg planiert, dass wir nicht noch einmal der EU beitreten mussten mit der deutschen Wiedervereinigung. Und ohne den sozialistischen Kommissionspräsidenten Jacques Delors wäre das auch nie in so kurzer Zeit so problemlos gelungen. Es ist eine ewig dauernde Dankbarkeit unsererseits an unsere europäischen Nachbarn, dass dies damals so möglich war. Es geht aber schon etwas weiter. 1866 hat die Sozialdemokratie in ihrem ersten Wahlprogramm geschrieben, wir wollen die deutsche Einheit und betrachten diese einfach als Anfang eines solidarischen europäischen Staates. 1866. Stellen wir uns nur eine Minute lang vor, was uns allen erspart geblieben wäre, wenn wir diese Form von deutscher Einheit in einem gemeinsamen Europa schon hätten vor 150 Jahren realisieren können. Auch das gehört an einem Tag wie diesen einmal ausgesprochen. Und heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir, gerade weil so viele Jüngere hier sind, auch nicht vergessen, was 1990 gelungen ist. Es ist 1990 gelungen, dass letztendlich alle Parteien mit einer Ausnahme zum überwiegenden Teil gesagt haben, wir vollenden die Einheit. Und es muss an dieser Stelle auch gesagt werden, hätten die Kolleginnen und Kollegen der CDU auch noch mal etwas verdeutlichen sollen, das ist und bleibt das Verdienst von Helmut Kohl als Bundeskanzler. Das sollten wir gerade an der Stelle, wo er nicht mehr in unserem Hause ist, ihm auch noch einmal hier öffentlich zurufen. Und es gehört auch zur historischen Wahrheit, dass ohne die Schlauheit von Gregor Gysi vielleicht die Volkskammer der Bundesrepublik beigetreten wäre, aber nicht die DDR. Auch das sollte man an dieser Stelle sagen, dass jemand, der dagegen gestimmt hat, aber dafür war, dass es möglich würde. Es gibt auch, wenn man politischer Gegner ist, immer den Respekt, der heißt, Gregor Gysi, wir danken Ihnen auch für Ihre historische Leistung. Und weil wir, da habe ich 2 Jahre gearbeitet, und weil es auch zur historischen Wahrheit heute gehört, dass wir bei der anderen entscheidenden Frage vor der Geschichte nicht versagt haben. Ich sehe hier meinen Freund Michael Stübgen auf der SPD-Seite, von damals ist noch anwesend Edelgard Bullmann. Wir haben unser Versprechen letztlich gehalten, zu sagen, nach der deutschen Einheit wird Berlin Hauptstadt. Heute ist das alles selbstverständlich. Fragen Sie mal Bärbel Baas aus Nordrhein-Westfalen oder mich aus Nordrhein-Westfalen, was damals los war. Diejenigen im Westen, die für Berlin waren, denen hat man gesagt, Ende der Karriere, du wirst nie was. Wir sind heute beide im Deutschen Bundestag angekommen. Und es geht ja sogar weiter. Manch einer, der sich heute für unfehlbar in diesem Hause hält, hat sich damals geirrt, weil er für Bonn gestimmt hat. Auch das muss man dazu sagen. Es ist schön, dass wir hier in Berlin gemeinsam angekommen sind. Und ich will auch etwas persönlich hinzufügen. Ich war glücklich, mit meinem Sohn, damals war der 10, am 2. und 3. Oktober in Berlin sein zu können bei den Einheitsfeiern. Und ich bin heute noch mehr glücklich, dass bei uns in der Familie Deutsche Einheit auch bedeutet, dass ich eine Schwiegertochter aus Mecklenburg-Vorpommern habe, Willy Brandt. Willy Brandts Worte, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, haben da eine besondere Bedeutung bekommen. Ich will mit Bertolt Brecht aber auch schließen. Seine Kinderhymne endet mit den Worten, und weil wir dies Land verbessern,
lieben und beschirmen wir es. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Vielen Dank. Warme Worte von Axel Schäfer, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion in alle Richtungen, Richtung Union und speziell Richtung Helmut Kohl, aber auch Richtung Linke, da speziell Richtung Gregor Gysi. Die nächste Rednerin in dieser Aussprache zum Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit ist Annalena Baerbock für die Grünen. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin Frau Gleicke Ihnen sehr dankbar, dass Sie noch mal mit Ihrem Bericht auch betont haben, dass es keinen Schlussstrich geben wird. Angesichts mancher Redebeiträge in dieser Debatte frage ich mich aber, das muss doch nicht gleich bedeuten, dass wir immer noch die Diskussion führen wie vor 25 Jahren. Und Herr Hauptmann, sorry, aber wenn Sie den Stand der deutschen Einheit daran messen, wer die Nationalhymne mitsingt, dann könnten wir Brandenburg komplett ausschließen von der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben da letzte Woche 25 Jahre Landtag gefeiert, alle Fraktionen, alle Menschen zusammen und haben Ode an die Freude gesungen oder auch nur zugehört. Und die Nationalhymne spielte dort keine Rolle. Aber Herr Gysi, ich glaube auch, das Beispiel mit den Krippenplätzen ist jetzt 25 Jahre her. Ich habe zwei kleine Kinder, die gehen in Brandenburg in die Kita. Ich bin dankbar, dass wir zu 90% dort Krippenplätze und Kita-Plätze haben. Ich bin in Hannover geboren, bin als Westdeutsche dankbar. Ich sage Ihnen, auch denen, die in Ostdeutschland geboren sind, mein Kollege Norbert Müller vielleicht, uns ist ziemlich egal, ob wir jetzt aus West oder Ost kommen. Und auch die Männer interessieren sich dafür, ob es Kita-Plätze gibt. Und auch die Frauen wollen arbeiten gehen. Und die Klischees von Mann und Frau und Berufstätigkeit treffen nach 25 Jahren vielleicht so nicht mehr zu. Aber weswegen ich persönlich denke, dass es so wichtig ist, dass wir keine Schlussstrichdebatte ziehen, ist, weil wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass die Mauer nicht eben einfach nur umgefallen ist, sondern dass Menschen zum Teil auch auf brutalste Weise dafür eingetreten sind, dass sie nicht mehr in Diktatur und einem Willkürstaat leben, sondern eben in Frieden und Freiheit. Und ich glaube, gerade in diesen Tagen sollte man sich dessen immer wieder bewusst sein, den Kampf für Freiheit, den einige vor 25 Jahren geführt haben. Wir sollten denken an Botschaftsflüchtlinge, wir sollten denken an Fluchthelfer. Und wenn wir uns das in Erinnerung rufen, ja, dann denken wir auch, wie Sie zu Recht angesprochen haben, an die herben Brüche, an die Unsicherheiten, an existenzielle Ängste und was es bedeutet, wenn man nicht arbeiten kann, und zwar über Jahrzehnte. Und ich glaube, gerade heute, wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann sollten wir die Beschlüsse, die wir in der nächsten Sitzung hier fassen, auch noch mal überdenken. Es ist gut, wenn wir jetzt Menschen, die für Freiheit kämpfen, die vor Diktatur geflohen sind, sagen, ihr könnt bei uns arbeiten, aber erst nach 15 Monaten. Das sollten wir uns gerade in solchen Feierlichkeiten immer wieder vergegenwärtigen. Wir sollten uns vergegenwärtigen, warum die IHK und die Kammern in Ostdeutschland gerade jetzt wieder dafür appellieren, dass Flüchtlinge eine Ausbildung begönnen können. Das steht in Ihrem Bericht, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Warum findet sich das parallel in dem Bericht der Bundesregierung oder in den Vorschlägen der Bundesregierung zur Frage Flüchtlingspolitik nicht wieder, obwohl Sie es eigentlich in Ihrem Bericht selber anreißen und es ausgerechnet die IHK und Kammern immer wieder auch gefordert haben? Und ich glaube, wenn man Ihren Bericht liest und sich den demografischen Wandel anguckt, dann sollte man in der Diskussion auch über die Flüchtlingskrise immer wieder die Chancen sehen, gerade für Ostdeutschland. Und ich meine nicht, dass wir sagen, da steht alles leer, jetzt sollten hier alle einquartiert werden, sondern ich meine die kleinen positiven Beispiele, das, was Menschlichkeit ausmacht, dass wir in Märkisch-Oderland ein Dorf haben, das ausstirbt. 850 Einwohner. Die Grundschule sollte geschlossen werden, weil statt der notwendigen 15 Erstklässler jetzt nur noch 14 Erstklässler da waren. Und dann gibt es einen Bürgermeister, der sagt, meine Güte, in Eisenhüttenstadt, da leben doch derzeit so viele Familien mit Kindern. Könnten nicht welche in unser Dorf kommen? Die wurden da nicht zwangszugewiesen, nein, proaktiv darauf zugegangen, hier könnten doch welche in unser Dorf kommen.
Und das hat dazu geführt, dass diese Grundschule, die eigentlich keine erste Klasse mehr haben sollte und damit de facto ausgestorben wäre, dass die jetzt durch die 6 syrischen Kinder, die dort mit eingeschult wurden, wieder zum Leben erweckt wurde und das Dorf eine neue Zukunft bekommen hat. Das funktioniert nicht überall problemlos. Auch dort wird es Herausforderungen mit sich bringen. Aber das sind doch die Maßnahmen und Geschichten, die wir in den Vordergrund rücken sollten. Und ich finde auch in Ihrem Begriff, da ist mein Kollege Stefan Kühn schon darauf eingegangen, wenn wir demografischen Mangel beklagen, wenn wir sagen, leider wandern die Menschen gerade in den ländlichen Regionen ab, dann muss doch die Aufgabe eines politischen Berichtes sein, hinzuzuschreiben. Und das sind die Maßnahmen, mit denen wir dagegen angehen. Und ich glaube, aktuell haben wir viele, viele Chancen, die wir in dieser Krise nutzen sollten. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, Frau Gleicke, in Ihrem Bericht. Sie hatten beim letzten Mal betont, auch Sie finden es nicht sonderlich hilfreich, dass wir nur Zahlen und Fakten aneinander reihen. Das ist jetzt leider genau wieder so passiert. Und gerade beim Thema Rückstand bei der Wirtschaftskraft, ein Drittel weniger stark als in Westdeutschland, macht mich das besonders aufmerksam. Es hilft eben nichts, wenn wir dann pauschal sagen, selbst wenn Sie im Wirtschaftsministerium angesiedelt sind, wir setzen die Wirtschaftsprogramme so fort, wie wir das auch in Westdeutschland tun. Wenn in Ostdeutschland kein einziges DAX-Unternehmen zu Hause ist, wenn dort Mittelstand geprägte Unternehmen vor allen Dingen vorhanden sind, dann können wir nicht noch eine Mittelstandspolitik dort einführen, die für den Westen geschrieben ist. In Westdeutschland, in Baden-Württemberg, ein KMU-Unternehmen aber 500 Mitarbeiter hat, in Brandenburg 50, wenn nicht gar 10. Dann brauchen wir eine Mittelstandspolitik, die genau auch auf die besonderen Herausforderungen dort schielt. Und das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe auch für so einen Bericht, das anzusprechen. Denn sonst beschreiben wir immer nur den Sachstand und finden aus diesen Unterschieden eben nicht heraus. Und da wäre ein Ansatz zum Beispiel zu sagen, wir gucken in Ostdeutschland nicht auf Existenzförderung. Ich komme zum Schluss. Weil das große Problem in Ostdeutschland ist die Unternehmensnachfolge. Wenn in einer Region 7.500 Unternehmen keinen Nachfolger finden, dann müssen wir da anschauen. Dann handelt es sich auch bei im Schnitt 10 Beschäftigten um 75.000 Menschen, die ihren Arbeitsplatz drohen zu verlieren. Und dann müssen wir zum Beispiel in der Lausitz schauen, dass wir auf diese Frage Unternehmensnachfolge schauen und nicht immer nur auf große Konzerne wie Vattenfall, bei denen 8.000 beschäftigt sind. Herzlichen Dank. Annalena Baerbock für die Grüne Fraktion kritisiert, wie ihr grüner Vorredner Stefan Kühn, dass der Bericht ja eher ein statistisches Jahrbuch sei, denn ein Programm für die Zukunft. Es geht im Deutschen Bundestag um den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit, den Staatssekretärin Gleicke hier zu Beginn der Sitzung eingebracht hat. Nächster Redner ist Peter Ramsauer, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können heute wirklich sagen, dass wir zu unserem Glück seit 25 Jahren wieder vereinigt sind. Wo stünde die frühere DDR und wo stünde die Bundesrepublik Deutschland West, wenn dies nicht erfolgt wäre? Und ich bin stolz darauf und glücklich, dass ich mit gar nicht mehr so vielen Kolleginnen und Kollegen in diesem Parlament genau diese 25 Jahre auch diesem Parlament angehöre. Aus der Distanz von 25 Jahren erscheint uns all dies eigentlich ziemlich selbstverständlich. Wir haben heute auf den Tribünen wieder viele junge Menschen. Ich diskutiere sehr viel mit jungen Besuchergruppen, mit Schülergruppen. Und dabei mache ich immer wieder eben diese Erfahrung, dass 25 Jahre Wiedervereinigung, das wiedervereinigte Deutschland, dass die Mauer gefallen ist, dass Mauer, Stacheldraht, Todesstreifen der Vergangenheit angehören, dass dies als selbstverständlich betrachtet wird. Und wenn man dann berichtet, diesen jungen Menschen, wie das damals war, wenn man es selbst miterlebt hat, dann beschleicht einem dasselbe Gefühl, dass unser eins in diesem Alter hatte, wenn damals ältere Menschen oder die eigenen Eltern über den Zweiten Weltkrieg berichtet haben. Das ist die gleiche quasi historische, zeitmäßige Distanz. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass wir gerade auch der jungen Generation über all diese Dinge berichten. Und ungeheuer wichtig, dass heute, Herr Präsident, diese Debatte
in unserem Parlament stattfindet. Es sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein, selbstverständlich ist nichts in der Geschichte. Und deswegen ist die Frage berechtigt, wem haben wir denn diese Wiedervereinigung zu verdanken? Ein klares Ja, es ist zu verdanken zuallererst dem Mut und dem Freiheitswillen der Menschen in der DDR. Und, meine Damen und Herren, dazu gehört aber auch, wir haben dies zu verdanken, weil Helmut Kohl die Zeichen der Zeit richtig deutete und weil er in der deutschen Wiedervereinigung niemals nur eine deutsch-deutsche Frage sah, sondern eine zutiefst europäische Frage sah und weil er dies alles im europäischen Zusammenhang einbettete, hatten wir auch das Vertrauen unserer europäischen Freunde und Partner. Meine Damen und Herren, die Menschen in der DDR wollten den maroden Unterdrückerstaat nicht reformieren, nein, sie wollten ihn vollkommen überwinden. Sie wollten Freiheit statt Sozialismus, sie wollten soziale Marktwirtschaft anstatt sozialistischer Mangelwirtschaft, sie wollten Menschen- und Bürgerrechte anstatt Ideologie und Klassenkampf. Und sie wollten die Einheit, und sie wollten die Einheit schnell, und sie wollten auch die Wirtschafts- und Währungsunion zum 1. Juli 1990 schnell mit der Begründung, wenn die Mark nicht zu uns kommt, dann kommen wir zur Mark. Und deshalb gilt unser Dank auch den Architekten der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, Theo Weigel und Wolfgang Schäuble. Sie haben zusammen mit Sabine Bergmann-Pohl und Lothar de Maizière die Einheit in Freiheit vollendet. Meine Damen und Herren, aber dass dies überhaupt alles so kommen konnte, das verdanken wir Deutsche einem, und lassen Sie mich dies ausdrücklich unterstreichen, einem europäischen Bayern. Wir verdanken es vielleicht dem verglühendsten Verfechter der deutschen Einheit, ich meine Franz Josef Strauß. Sie sollten sich für diesen komischen Ausdruck schämen. Herr Gysi, ich lobe Sie ausdrücklich, Sie haben das, Ihnen ist das nicht entfahren, jawohl, aber den anderen. Meine Damen und Herren, Sie wissen ganz genau, dass Bayerns Klage gegen den Grundlagenvertrag, dass diese Klage sich als Glücksfall der deutsch-deutschen Geschichte erwiesen hat. Denn das Bundesverfassungsgericht hat klipp und klar gestellt, das Wiedervereinigungsgebot ist bindend für alle Verfassungsorgane. Und das Grundgesetz gilt für alle Deutschen, auch für die Menschen in der DDR. Das waren die Kernsätze des Urteils. Die Verweigerung der völkerrechtlichen Anerkennung, das war Bayerns Beitrag zum Fall des Unrechtsstaates. Denn so blieben wir Deutsche, was wir trotz Teilung immer waren, nämlich ein Volk. Meine Damen und Herren, trotz all dieser Freude dürfen wir die Opfer der DDR nicht vergessen. Wir halten die Erinnerung wach an die Helden und Toten des 17. Juni. Wir denken an die, die resignierten und in die innere Immigration flüchteten. Wir fühlen mit den Unzähligen, die Opfer von Bespitzelung, Willkürjustiz und Rechtsbeugung waren. Und wir nehmen Anteil am Schicksal der Gefangenen in Hohenschönhausen, Bautzen, Schwedt und anderswo. Ja, die DDR war ein Unrechtsstaat, nicht nur in der Konsequenz, sondern, meine Damen und Herren, von Grund auf. Heute steht Deutschland herausragend da. Wir sind stark nach innen und wir sind stark nach außen. Und wir tragen die entsprechende Verantwortung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir diese starke, große und großherzige Gesellschaft, die wir sind, auch bleiben wollen, dann müssen wir erkennen, wo unsere Grenzen sind. Denn die Bindekräfte unserer Gesellschaft sind nicht grenzenlos, sie sind endlich. Und ich sage deshalb mit ausgesprochen großer Besorgnis, wenn heute mehr Menschen als Flüchtlinge zu uns kommen, als bei uns geboren werden, dann zeigt das, die Grenze unserer Aufnahmefähigkeit ist erreicht.
Wir müssen deswegen Zuwanderung begrenzen. Wenn wir eine Gesellschaft des Miteinanders bleiben wollen und keine des Neben- und Gegeneinanders, die Krawalle und Kämpfe in den Aufnahmelagern lassen grüßen, wenn wir das nicht werden wollen, dann müssen wir entscheiden, wer zu uns kommen kann und wer nicht. Wer, kann man sagen, wenn nicht wir, sollte es in bestmöglicher Weise tun. Wer sonst? Dafür muss Europa Fluchtursachen bekämpfen, seine Außengrenzen schützen und mit den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union feste Aufnahmekontingente verabreden. Meine Damen und Herren, es klingt banal, aber dennoch ist es so. Wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht. Meine Damen und Herren, und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass wir zwar weltoffen bleiben, aber wir dürfen nie grenzenlos werden. Wir brauchen immer die Rückbindung an die eigene kulturelle Identität, an die gemeinsam getragene Verbindlichkeit unserer Leitkultur. Danke, dass dieser Begriff der Leitkultur inzwischen auch von anderen Parteien dieses Hauses ganz selbstverständlich gebraucht wird. Ich kann mich erinnern an Zeiten vor wenigen Jahren, liebe Gerda Hasselfeld, als aus den Unionsparteien und gerade von dir dieser Begriff gebraucht wurde und man hämisch beschimpft wurde. Gut, dass dieser Begriff der deutschen Leitkultur, der Gültigkeit hat, auch nun zur Selbstverständlichkeit in anderen Parteien geworden ist. Ja, wir müssen uns dazu bekennen, ohne Angst, aber auch ohne Träumereien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die vergangenen 25 Jahre haben gezeigt, was wir Deutsche alles schaffen können. Eine Wiedervereinigung, die ohne Rezeptbuch, ohne irgendein Beispiel in der Geschichte von uns geschafft wurde. Wir haben gelernt, dass Einigkeit und Recht und Freiheit Errungenschaften sind, die natürlich immer wieder aufs Neue errungen werden müssen. Und ich ermahne uns und ermuntere uns, lassen Sie uns diesen Tag zum Anlass nehmen, unsere Anstrengungen für ein gemeinsames, gutes Deutschland fortzusetzen. Vielen Dank. Peter Ramsauer, CSU und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestags, hat hier noch einmal begründet, warum die DDR aus seiner Sicht ein Unrechtsstaat war, hat aber auch die Gelegenheit genutzt, noch einmal darauf hinzuweisen, dass aus seiner Sicht die Grenze der Aufnahmefähigkeit von Flüchtlingen erreicht sei in diesen Tagen, dass man Fluchtursachen bekämpfen müsse, Grenzen sichern, dass man so wörtlich weltoffen bleiben, nie grenzenlos werden dürfe. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist Thomas Jürg und er war von 2004 bis 2009 Wirtschaftsminister in Sachsen. Ich war seit einem knappen Jahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, kandidierte für den Sächsischen Landtag und arbeite immer noch bei der PGH Elektro-Rundfunk Fernsehen in Weißwasser. Ach so, PGH, Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Der Umbruch 1990 war mit Händen greifbar. Noch herrschte eine gewisse Unbefangenheit im Umgang mit den gesellschaftlichen Veränderungen. Aber viele Menschen hatten große Hoffnung. Die Hoffnung, dass die ostdeutschen Betriebe in der Marktwirtschaft bestehen würden. Die Hoffnung, dass viele Investoren kommen und neue Arbeitsplätze schaffen würden. Die Hoffnung, als Selbstständiger den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Oder die Hoffnung, im Goldenen Westen sein Glück machen zu können. Einige dieser Hoffnungen haben sich erfüllt, andere haben sich als Illusion erwiesen. So blieb von den einstigen ostdeutschen Großunternehmen nicht viel übrig. Beispielsweise sind von den 110.000 Arbeitsplätzen in der ostdeutschen Bergbauindustrie bzw. der Energieerzeugung heute nur noch ein paar Tausend erhalten geblieben. Diesen gigantischen Strukturbruch spürt man in meiner Region immer noch deutlich. Ich spreche dies an dieser Stelle an, da gelegentlich ja die Auffassung vertreten wird, der Strukturwandel müsse nun endlich beginnen. Vielmehr muss ja auch weiterhin mit staatlicher Begleitung forciert werden. Trotz großem Engagement konnten viele Selbstständige langfristig nicht bestehen. Neben der mangelnden Erfahrung und der völlig veränderten Rahmenbedingungen fehlt es oft am nötigen Kapitalstock, um Zahlungsausfälle zu verkraften und die nötigen Investitionen zu stemmen. Und nicht zuletzt hat die desaströse Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt dafür gesorgt,
dass häufig nur die unliebsame Ostkonkurrenz aus dem Weg geschaffen wurde. Echte Investitionen, aus denen sich konkurrenzfähige Unternehmen entwickeln konnten, waren eher die Ausnahme. Verlängerte Werkbänke ja, Unternehmenszentralen nein. Damals wurde die Grundlage für die jetzige kleinteilige Wirtschaftsstruktur im Osten gelegt, was die wesentliche Ursache für das noch immer niedrigere Produktivitäts- und Lohnniveau ist. Und viele Menschen wurden durch die Abwanderung gerade junger Leute auseinandergerissen. Das hat gerade auch die ältere Generation schmerzlich erfahren müssen. Neben den gesellschaftlichen Veränderungen und den vielen Umwälzungen im Leben der Ostdeutschen waren die letzten 25 Jahre so auch ein Abschied von falschen Vorstellungen. Bei all den Spuren, die dies bei den Ostdeutschen hinterlassen hat, ist die deutsche Einheit politisch jedoch unzweifelhaft geglückt. Denn die wesentlichen Ziele der Ostdeutschen von 1989 wurden erreicht. Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, ein besserer Lebensstandard oder die Verbesserung der einst katastrophalen Umweltsituation. Und wer unsere Städte und Gemeinden heute anschaut und mit der damaligen Tristesse vergleicht, der weiß auch, was in den letzten 25 Jahren städtebaulich Unglaubliches geschaffen wurde. Ich denke hier nur an die Stadt Görlitz in meinem Wahlkreis, die aus diesem Grund inzwischen ein Produktionsstandort für internationale Kinoproduktionen geworden ist. Zu den großen Erfolgen der deutschen Einheit gehört für mich zweifellos die Integration Ostdeutschlands in die sozialen Sicherungssysteme der alten Bundesrepublik. Die gesundheitliche Versorgung hat sich deutlich verbessert und so ist es nicht verwunderlich, dass die Lebenserwartung seitdem stark gestiegen ist. Auch wenn es leider noch Unterschiede bei der Rentenberechnung gibt, war die Einführung des umlagefinanzierten dynamischen Rentensystems ein Meilenstein der deutschen Einheit. Konnten so doch die Rentnerinnen und Rentner in den neuen Ländern mit deutlichen Rentensteigerungen an der Lohnentwicklung der Beschäftigten teilhaben. All dies war und ist noch immer mit einem gewaltigen Finanztransfer von West nach Ost verbunden. Eine großartige Solidarleistung, über die man immer wieder froh und dankbar sein sollte. Dennoch hatten die Ostdeutschen in das wiedervereinte Deutschland mehr als nur das Ampelmännchen oder den grünen Pfeil einzubringen. Ich will an dieser Stelle aber auch meine Hochachtung und meinen Respekt für all jene Menschen aus Ost und West zum Ausdruck bringen, die in Ostdeutschland eine gewaltige Aufbauleistung auf sich genommen und einfach angepackt haben. Es geht der großen Mehrheit der Ostdeutschen nach eigener Auskunft heute viel besser als vor 25 Jahren. Wenn wir heute Bilanz ziehen, könnten wir mit gutem Recht sagen, das meiste ist geglückt und wir haben vieles erreicht. Es ist sicherlich wichtig, an Tagen wie diese innezuhalten und auf unsere Geschicke zurückzuschauen. Jedoch ist die deutsche Einheit für mich weniger ein Feiertag, an dem wir gemeinsam Erinnerungen auffrischen, sondern vielmehr eine Aufgabe. Eine Aufgabe, an der wir alle gemeinsam weiterarbeiten müssen. Dabei gibt uns das Erreichte Kraft und Zuversicht. Und bei allem Für und Wider, wir Deutschen können zu Recht stolz auf unsere staatliche Einheit sein. Katharina Landgraf-Eltern und das Wort für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zahlenspiele zum Stand der deutschen Einheit sind nicht mein Ding. Die überlasse ich gern den Wirtschaftspolitikern. Es gibt da bei unserem heutigen Thema viele kräftige schwarze Zahlen. Die hat mein Kollege Hauptmann schon in die Debatte gebracht. Die roten Zahlen überlasse ich gerne der Opposition. Ich will Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht die Shows stehlen. Und die goldenen Zahlen, die den Gesamterfolg des Unternehmens Deutsche Einheit untermauern, die entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht der Bundesregierung. Ach ja, und dann gibt es auch noch die grünen Zahlen. Die überlasse ich nicht der Grünen-Fraktion, die lasse ich mir nicht streitig machen. Grüne Zahlen sind für mich beispielsweise die Milliardensummen für die Bergbausanierung seit 1991. Mein Wahlkreis Leipzig-Land profitiert von diesem wohl stärksten Programm für den Osten. Kommen Sie mal nach Ostdeutschland, nach Mitteldeutschland. Das müssen Sie sehen. Hier ist eine völlig neue Landschaft entstanden. Hier sind die Wunden der DDR-Wirtschaft geschlossen.
sicherlich schon vergessen ist, dass hier über Nacht über 40.000 Bergleute ihren Job verloren haben. Und nicht vergessen werden darf, dass der deutsche Sozialstaat mit seinem Sozialsystem und die vielen engagierten Gewerkschafter und Betriebsräte diesen Prozess mit viel Weitsicht getragen haben. Ganz persönlich sage ich hier meinem SPD-Kollegen Ulrich Frese ein herzliches Dankeschön. Er ist ein Gewerkschaftsmann der ersten Stunde, der zu uns in den Osten gekommen ist mit all seinen Erfahrungen und seinem Engagement. Das war und ist gelebte Solidarität unter Deutschen, die aus zwei völlig verschiedenen Welten zueinander gefunden haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als Landwirtschaftspolitikerin greife ich hier ein besonderes Thema der deutschen Einheit auf, eben die Landwirtschaft. An diesem Wochenende feiern wir in allen Regionen Deutschlands das Erntedankfest. Der Geburtstag der deutschen Einheit passt dazu. Wir alle sagen Dank den unzähligen Menschen, die sich Tag für Tag um landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel kümmern, bei jedem Wetter, zu allen Zeiten. Ihnen gebührt dafür Achtung und Anerkennung. Wer jedoch meint, man könnte die Landwirtschaft in Deutschland wie andere Wirtschaftszweige zurückbauen, der ist auf dem berühmten Holzweg. Denn zu den wichtigsten Lebensthemen gehört die Ernährung der Menschen. Und das ist für uns in der Union ein fundamentaler Wert. Die Landwirtschaft darf kein Spielball von Ideologen sein. Für die Landwirtschaft in den jungen Bundesländern war der Eintritt in das geeinte Deutschland eine unglaubliche Herausforderung. Es war am Ende eine ganz spezielle Reifeprüfung. Kurz und knapp, der Systemwandel ist gelungen. Er hat vor allem in den 90er Jahren viel Kraft gekostet. Die Landwirtschaft im Osten ist heute modern und leistungsstark. Sie ist und bleibt der entscheidende Faktor für lebendige ländliche Räume. Heute können wir sagen, die gesamte deutsche Landwirtschaft ist gelebte Einheit in Vielfalt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Augenblick hier und jetzt empfinde ich persönlich als Gnade. Die gibt es auch in der grauen und ungeliebten Politik. Am Abend des 2. Oktober 1990 stand ich auf den Stufen des Reichstages und blickte in Richtung Westen. Ich sah auf eine riesige, fröhliche Menschenmenge, die zu uns herauf in Richtung Osten blickte. Wir Volkskammerabgeordnete waren an diesem historischen Abend mit unserer Arbeit fertig. Mitternacht war mein Arbeitsplatz in Berlin weg, das Mandat der Volkskammer erloschen. Wir haben uns selbst abgeschafft. Auf diesen Augenblick haben wir ein gutes halbes Jahr hingearbeitet. So kann eine Diktatur auch enden. Ohne einen Schuss, aber mit riesigem Feuerwerk, friedvoll und mit viel Tränen der Freude. Wir haben damals in Ost und West als Gesellschaft und als Politik die Reifeprüfung bestanden. Und dafür gebe ich noch heute allen Beteiligten die Bestnote. Das Verhalten der Akteure und der gesamte Prozess waren lobenswert. Anders kann ich die Vereinigung in Frieden, Recht und Freiheit nicht bezeichnen. Es ist damals etwas geschehen, was es in der Geschichte so noch nie gegeben hat. Ohne Gewalt vereinte sich eine geteilte Nation mit einer eigenen, einer souveränen Entscheidung. Meine Anmerkungen hier sind persönliche Reflexionen auf gestern und auf unser Heute. Ich möchte aus dem damaligen Geschehen Schlüsse ziehen auf unsere heutige Zeit. Die Kreativität der Volkskammer, mit Problemen des Landes umzugehen, ist ein bleibender Wert. Ich wünschte mir eine solche Arbeitsweise auch für unsere Tage in der gesamten Politik. Deutschland ist nicht mehr eine Insel der Glückseligkeit. Die Nöte und das Elend aus anderen Regionen der Welt sind plötzlich durch unzählige Hilfesuchende in unserem gut bestellten Hause präsent. Für diese neue Situation haben wir genau genommen keine Rezepte. Die hatte die Volkskammer damals auch nicht. Wir sahen zwar das Ziel, aber nicht den Weg dorthin. Also haben wir einfach losgelegt. Da gab es keine Konjunktur für Bedenkenträger. Die eigentliche Arbeit zur Gestaltung wurde ein gemeinsamer Lern- und Lebensprozess.
Details spare ich mir, auch die Diskussion über Gelungenes oder über Webfehler der Einheit. Viel wichtiger sind die staatliche und private Solidarität zwischen den Ländern und den Menschen in West und Ost. Immerhin sollte der Wandel für alle verträglich, erträglich und am Ende auch einträglich sein. Und das war er zumeist, ungeachtet zahlreicher Schicksale von Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Wir haben in den zurückliegenden 25 Jahren im geeinten Deutschland ein Gemeinwesen geformt, das von den Grundwerten des christlichen Abendlandes geprägt ist. Der Fleiß der hier arbeitenden Menschen in Deutschland, die engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer, die Arbeiterinnen und Arbeitnehmer sicherten und sichern dem Land und seinem Staatswesen eine starke, tragfähige Basis. Die politische, staatliche Einheit ist gegeben. Wie können wir aber die vorhandenen Entwicklungsdefizite zwischen alten und neuen Bundesländern in den kommenden Jahren überwinden? Können wir das überhaupt mit neuen und mit mehr an Gesetzen leisten? Ich glaube kaum. Jetzt zum 25. Geburtstag der Einheit habe ich einen besonderen Wunsch. Es sollte künftig jährlich einen Bericht zur Lage der deutschen Nation geben, der die Entwicklung des gesamten Landes und seine Stellung in Europa und in der Welt in den Fokus nimmt. Mit einem scharfen Blick auf die innere Situation des gesamten Landes und nicht nur des Ostens, wären wir dann ganz bestimmt zu einer besseren und gerechteren Bundespolitik in der Lage. Ein Bericht der Bundesregierung zur Lage der Nation hat es ja schon einmal gegeben, allerdings für das geteilte Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss und am Vorabend unseres gemeinsamen 25. Geburtstags noch ein Wunsch. Gehen wir auf die Besucherplattform des Reichstages. Von diesem Dach der Republik haben wir einen freien Blick in alle Himmelsrichtungen. Wir schauen nicht mehr nur nach Westen oder Osten. Diesen Weitblick brauchen wir für die neue komplizierte Situation unserer Tage. Wir stehen wieder einmal vor einer Reifeprüfung, ähnlich wie 1990. Das erfolgreiche geeinte Deutschland ist in der jüngsten Geschichte zu einem starken Magneten geworden. Jetzt steht die Frage, halten wir dank unserer gelebten Werte diesen Druck stand oder stehen wir vor einer noch nie gekannten Spaltung der Gesellschaft? Gibt es eine Spaltung in Offenheit und Ablehnung, in Angst und Gleichgültigkeit, in Akzeptanz und Ignoranz, in Freunde und in Feinde? Wir müssen antworten. Bei all unserer Freude über diesen Tag der deutschen Einheit erst recht. Vielen Dank. Katharina Landgraf für die Unionsfraktion mit ein wenig Tourismuswerbung für Sachsen zu Beginn und am Ende ihres Beitrags vielen Fragen zur aktuellen Situation in Deutschland. Nächste Rednerin in der Aussprache zum Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit ist Sabine Poschmann aus der SPD-Fraktion. Und ich sage, liebe Kolleginnen und Kollegen, morgen jährt sich zum 25. Mal die politische Einheit Deutschlands. Auch nach einem Vierteljahrhundert empfinde ich und wohl wir alle Freude und Dankbarkeit, diesen Tag feiern zu können. Die Wiedervereinigung war mit viel Hoffnung und Wünschen verbunden. Heute können wir sagen, 25 Jahre später haben sich vielleicht nicht alle, aber doch zahlreiche Hoffnungen erfüllt. Die Lebensverhältnisse in Ost und West haben sich angenähert. Die Unterschiede in der Arbeitslosenquote und in der Wirtschaftskraft zumindest verringert. Mit Hilfe verschiedenster Förderprogramme von Bund, Ländern und der Europäischen Union hat die Wirtschaft in Deutschland einen starken Aufholprozess gestartet. Diese Entwicklung müssen wir Ende 2019 nach Auslaufen des Solidarpaktes II weiterhin kontinuierlich unterstützen, möglichst sogar beschleunigen. Wir haben einiges erreicht in den vergangenen 25 Jahren. Wir wissen aber auch, dass wir in vielen Punkten noch lange nicht am Ziel sind. Bei allem Fortschritt sehen wir weiter große Herausforderungen. An oberster Stelle steht der Bau eines neuen gesamtstaatlichen Fördersystems für mehr Wachstum und Innovation. Wir benötigen kein Fördersystem, das seine Prioritäten an den Himmelsrichtungen orientiert. Was wir benötigen, ist eine Förderarchitektur, von der alle schwächeren Regionen in Deutschland profitieren
ohne gleichzeitig Strukturbrüche in den neuen Ländern zu riskieren. Denn die Trennlinie verläuft meines Erachtens schon lange nicht mehr haarscharf zwischen Ost und West, auch wenn man im Durchschnitt noch einiges dazu sagen kann. Die Trennlinie, meine Damen und Herren, verläuft zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Regionen in ganz Deutschland. Die Unterschiede sind teilweise enorm. Auf der einen Seite gibt es starke und attraktive Wirtschaftsräume, die vor allem junge Menschen anlocken. Auf der anderen Seite haben wir altindustrielle Regionen mit oft mäßiger Wirtschaftskraft, niedriger Erwerbsquote, hartnäckig hohen Arbeitslosigkeiten und sinkenden Bevölkerungszahlen. Dies gilt aber für Ost wie für West. Unsere Aufgabe muss es sein, die vorhandenen Förderprogramme noch flexibler zu gestalten. Wir benötigen eine Förderung, die passgenauer auf die Bedürfnisse der jeweiligen Region ausgerichtet ist, gleich ob Ost oder West. Die von der Bundesregierung vorgelegten Eckpunkte sind dafür eine erste Grundlage. Hieran müssen wir weiter diskutieren. Unsere Präferenzen der Struktur- und Wirtschaftsförderung müssen noch stärker jenen Regionen und Bundesländern gelten, die den Anschluss aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Das muss die künftige Richtschnur bei den Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern für die Zeit ab 2020 sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im 25. Jahr der Einheit ist unseren heutigen Schulkindern der Gedanke an ein geteiltes Deutschland völlig fremd. Sie kennen es nur aus Geschichtsbüchern und Erzählungen. Lassen Sie uns weiter jene Wirklichkeit schaffen, die in den Köpfen vieler unserer Kinder bereits existiert und die uns das Grundgesetz vorgibt. Ein vereintes Deutschland mit überall gleichwertigen Lebensverhältnissen. Herzlichen Dank. Sabine Poschmann für die SPD-Fraktion, Entschuldigung, hier in der Debatte zum Stand der Deutschen Einheit. Und wir können einen Blick auf die Zuschauerränge werfen, denn einer der Zuhörer ist seit Beginn dieser Debatte Roland Jahn, seit 2011 Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, war in der DDR SED-Kritiker und Bürgerrechtler, wurde dann 83 zwangsausgebürgert. Seit 92 hat es sieben Millionen Anträge gegeben auf Akteneinsicht, also auf Einsicht in die Stasi-Unterlagen. Und nichtsdestotrotz ist dieses Thema in dieser heutigen Sitzung nicht der entscheidende Punkt. Möglicherweise wird er wieder eine Rolle spielen im folgenden Beitrag. Es spricht jetzt nämlich Arnold Fahrts für die Unionsfraktion. Das Volksmärchen vom Fischer und seiner Frau. Ich weiß nicht, ob es jeder im Saal kennt, deshalb ganz kurz der Inhalt. Er sieht so aus, der Fischer fängt ein Butt, der Butt bittet darum, am Leben zu bleiben und gewährt dem Fischer im Gegenzug einen freien Wunsch. Da der Fischer und seine Frau in einem alten Kahn, Pott genannt, leben, wünschen sie sich ein festes Haus, eine kleine Hütte. Sofort gibt es einen Knall und die kleine Hütte ist da. Nach einer gewissen Zeit wird die Frau unzufrieden und schickt den Fischer wieder zum Butt. Das ergänzt auf schöne Weise das Bild von Herrn Gysi über die Arbeitsteilung von Mann und Frau. Jedenfalls wird der Butt erneut zitiert und er jetzt als nächstes spendiert er ein größeres Haus. Und so geht das immer weiter. Als nächstes möchte sie Fürst, dann König, dann Kaiser, dann Papst und zuletzt der liebe Gott werden. Und da gibt es wieder einen Knall. Da gibt es wieder einen Knall und plötzlich landen Fischer und seine Frau wieder im alten Pott. Und ich möchte Sie einfach jetzt, insbesondere die, die in der DDR geboren und aufgewachsen sind, mal einladen zu der Vorstellung, es gäbe einen Knall und wir landen alle wieder, binnen einer Sekunde, in der DDR. Wie sieht es dort aus? Jetzt, wir wollen doch einfach mal über die Lebenswirklichkeit nachdenken, aus der wir damals gekommen sind. Das beginnt bei den Schülern. Das beginnt bei den Schülern. Ich weiß nicht, ob sich diejenigen, die in der DDR in die Schule gegangen sind, noch erinnern. Da war es bei uns üblich, dass man vielleicht monatlich einmal
mittwochs in der großen Pause auf dem Appellplatz antrat. Und dort wurden diejenigen niedergemacht, oder montags, je nachdem, hatten alle ihre eigene Zeitrechnung. Jedenfalls standen wir dort in Reihe und Glied, wie die Soldaten. Und dort wurden die fortschrittlichen Schüler belobigt und die etwas schlechteren Schüler runtergemacht. Und zwar in einer Weise, wie man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Heute haben wir Datenschutz. Schlechte Leistungen dürfen überhaupt nicht mehr mit guten Leistungen verglichen werden. Damals wurde in einer Rigorosität mit Schülern umgegangen, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Punkt 1. Als nächstes, die Schule beginnt im September. Was passierte Ende September, Anfang Oktober? Da ging es auf die Kartoffelfelder. Das heißt, die Schüler mussten Kartoffeln lesen. Halte ich aus pädagogischen Gründen für gar nicht so verfehlt. Wenn es um pädagogische Gründe geht. Aber eine Gesellschaft, die auf Kinderarbeit in diesem Maße angewiesen war, das ist natürlich eine ganz andere Frage. So, als nächstes wurden die Kinder erwachsen, sie gründeten eine Familie, zogen, wenn sie Glück hatten, in eine Wohnung, die musste dicht und sie musste warm sein und sie musste sicher sein. Das waren die Kriterien. Müssen Sie sich erinnern, so war das. So, wir hatten damals alle Kohleheizungen. Das bedeutete bei uns in Dresden noch in den letzten 70er Jahren, dass die Kohlefuhren sozusagen in Säcken in die Keller getragen wurden. Nach einer gewissen Zeit hatten sie wahrscheinlich keine Säcke mehr. Da wurden 100 Zentner Kohlen vor das Haus gekippt. Dann hieß es reinschaufeln. Und wenn man fertig war, dann kriegte das alte 70-jährige Ehepaar, den Nachbarn, auch noch mal Kohlen. Und dann konnte man nicht anders, als den auch noch die Kohlen reinschaufeln. Und dann war man ziemlich fertig. Dann kam die nächste Frage. Das war der Zustand der Öfen. Da kam die Feuerwehr im Herbst und stellte fest, die Öfen sind nicht in Ordnung. Da muss was gemacht werden. Dann ging man zum Ofensetzer und fragte, ob er vielleicht bereit wäre, den Ofen zu reparieren. Die Antwort war, dass er ausgebucht wäre bis nächstes Jahr, es sei denn, man hätte blaue Fliesen. Das war Westgeld. Meine Damen und Herren, das ist die Realität. Wie sah es in Forschung und Entwicklung aus? Wir hatten fantastische Ingenieure, die haben beispielsweise in den Trabantwerken alle paar Jahre ein neues Modell kreiert. Aber keines dieser Modelle konnte mangels wirtschaftlicher Möglichkeiten jemals gebaut werden. Die Konsequenz, es sind Mannjahrtausende Ingenieurarbeit in Ostdeutschland im Papierkorb gelandet. Das war Arbeitslosigkeit am Arbeitsplatz, meine Damen und Herren. Das ist das Problem. So. Ein weiterer Punkt, der vielleicht auch noch etlichen in Erinnerung sein dürfte, das ist der Begriff Beratungsmuster. Ich weiß nicht, ob jemand was damit anzufangen weiß. Wir hatten ja auch wunderbare technische Errungenschaften, zum Beispiel Warmwasserboiler. Die wärmten nicht nur das Wasser, sondern gleich noch die ganze Wohnung mit. Und der Zähler, der rotierte wie die Hinterräder unserer Giganten der Landstraße, der Friedensfahrer. Und, meine Damen und Herren, was passierte? Sie brauchten einen neuen Warmwasserboiler, weil sie kleine Kinder hatten, die auch mal baden mussten. Und sie gingen ins Zentrumkaufhaus nach Dresden. Und im Zentrumkaufhaus sahen sie einen solchen wunderbaren Boiler, genau wie sie es sich vorgestellt hatten, ausgestellt. Dann sagten sie, einen solchen Boiler will ich kaufen. Dann sagte ihnen der Verkäufer, hier handelt es sich um ein Beratungsmuster. Das heißt, das Ganze war überhaupt nicht erhältlich, sondern es war zur Täuschung der westlichen Öffentlichkeit als Potjomkinsches Dorf im Zentrumwarenhaus ausgestellt. Meine Damen und Herren, dies alles sind die Punkte, sind die Dinge, mit denen wir die schönen statistischen Vorteile der DDR, die unsere Linkspartei gerne herausstreicht, gegenüber der Bundesrepublik Deutschland erkauft haben. Und ich wollte einfach mal kurz den Blick darauf werfen und dann eine Sache hinzufügen.
Es gab dann, als die Wiedervereinigung vorüber gewesen ist, schon mal in der ehemaligen SED in Bezug auf das, was damals die DDR ausmachte, sehr viel Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit, zum Beispiel beim Politbüro-Mitglied Günther Mittag, sah damals so aus, ich zitiere, was er im Spiegel zu diesem Thema gesagt hat. Er sagte, ohne die Wiedervereinigung wäre die DDR einer ökonomischen Katastrophe mit unübersehbaren sozialen Folgen entgegengegangen, weil sie auf Dauer nicht überlebensfähig war. Und weiter sagt er, das sozialistische System insgesamt war falsch, wie wir heute wissen. Es ist eine Illusion in der Planwirtschaft, nach einem Weg zu suchen und ihn zu finden. Die Wirtschaft muss mit Gewinn arbeiten, wie das in einer Marktwirtschaft ist. Enorme Einsicht im Politbüro der SED. Und jetzt, Herr Gysi, haben Sie vorhin ja gesagt, wie nötig Sie die CDU brauchen, beispielsweise. Jetzt sage ich Ihnen mal, wie ich mir eine Linke, die nicht etwa mit meinen Vorstellungen übereinstimmen muss, aber wie ich mir eine Linke vorgestellt hätte. Und zwar mit dieser Ehrlichkeit voranzugehen, wie ich sie eben zitiert habe, und nicht etwa bei jeder Gelegenheit mit den alten Rezepten in immer neuer Verpackung, die die DDR schon mal zugrunde gerichtet haben, die Bundesrepublik Deutschland zu befeuern, sondern zu sagen, wie können wir wieder gut machen, was wir angerichtet haben in diesem Ostdeutschland? Wie können wir helfen, dass die Dinge in Deutschland zusammenfinden? Was können wir tun? Was können wir einbringen? Das genau machen Sie nicht, sondern Sie überprüfen alle Ihre Argumente darauf, inwieweit Sie geeignet sind, die Bundesrepublik Deutschland auf denselben Weg zu führen, auf den Sie die DDR geführt haben. Das ist das Problem. Und das, meine Damen und Herren, wenn Sie das ablegen, dann heiße ich Sie herzlich willkommen im Deutschen Bundestag.